Wie gesagt, ich weiß gar nicht, wo wir beim letzten Mal geblieben sind. Wir haben auf jeden Fall versucht, noch bei der Hauptstory weiterzumachen. Wäre, denke ich mal, cool, wenn wir es mal weitermachen würden. Ich gerade mal gucken, ob Sound zu leise oder zu laut ist. Für mich ist er tatsächlich zu leise. Machen das einfach so. Und hoffen, dass es funktioniert. So. Ist okay, sehr gut. So, Chat ist abgedeckt. Das ist auch alles okay. Das Ding da oben ist auch okay. Also das hier. Dann ist alles super. Töchchen, was auch immer du von mir willst. Ach ja. Jetzt weiß ich wieder. Wir mussten hier runter. Mal hinunter mit uns. Gut, ist alles okay eingestellt? Yep. Also, das Einzige, was mich wundert, das Stream-Element ist halt nicht dazwischen gerätscht heute. Das ist etwas, was mich etwas beunruhigt, weswegen ich gerade nochmal hier reingucke. Dann muss ich das halt alles mal so ein bisschen runterstellen. Weil irgendwie kommen heute keine. Doch nie. Ich weiß nicht, woran das liegt. Wir haben es gleich. Ich habe einfach nur mal bei manchen Sachen kurz die Cooldown-Zeit runtergestellt. Weil irgendwie will mein Bot heute nicht so, wie ich möchte. So, hallo Mitglied der Morgenröte. Hey, kein Zutritt. Du bist Aldaria Samfurter? Verzeihung. Ach, alles gut. Ich werde öfters mal verwechselt. So. Krieger. Nehmen wir uns das doch mal. Die Heldin, von der ich schon so viel gehört habe. Es ist synchronisiert. Freut mich sehr. Ich bin Minfilia, die Anführerin des Bundes der Morgenröte. Wir haben dich erwartet. Tritt doch näher. Du bist hier unter Freunden. Sicher hast du viele brennende Fragen, aber hab noch einen Moment Geduld. Zuerst möchte ich dir nämlich unseren Bund vorstellen. Wir operieren über die Grenzen der Stadtstaaten hinaus, um unsere Ziele zu erreichen. Uns eint der Glaube an die Zukunft unserer geliebten Heimat Eorzea. Die größte Gefahr sehen wir in den göttlichen Wesen, die Primae genannt werden. Sie stellen eine existenzielle Gefahr für ganz Eorzea dar. Eine Gefahr, die wir möglichst endgültig bannen wollen.
Einige von uns verfügen über eine übernatürliche Kraft, die deiner ähnlich ist. Sie äußert sich auf unterschiedliche Weise, aber es gibt Gemeinsamkeiten. Sag mir, bist du schon mal plötzlich und ohne erkennbaren Grund in eine Art Trance gefallen? Ja, ständig. Passiert mir täglich, dreimal. Verschiebt sich manchmal deine Wahrnehmung? So, als ob du in eine andere Welt übertreten würdest? Immer dann, wenn ich Alkohol trinke. In solchen Momenten transzendiert dein Bewusstsein tatsächlich geistige Grenzen. Das ist die Kraft, die in dir steckt. Dadurch kannst du zum Beispiel fremde Sprachen intuitiv verstehen und verborgene Gefühle erkennen. Sogar die Grenzen der Zeit kannst du mit deinen Sinnen überschreiten, um Ereignisse zu sehen, die längst vergangen sind. Damit meine ich, dass du selbst an der Vergangenheit anderer teilnimmst. Allerdings kannst du nicht ändern, wie das Geschehen letztlich ausgeht. Diese Gabe ist etwas Wundervolles. Und in dir scheint sie besonders stark ausgeprägt zu sein. Leider können wir sie nicht kontrolliert einsetzen. Ja, auch ich besitze die Gabe, geistige Grenzen zu überwinden. Doch nun zurück zum eigentlichen Anliegen. Um Eorzea zu retten, müssen wir den Primae Einhalt gebieten. Solange sie unsere Existenz bedrohen, wird es in Eorzea kein. Meinst du jetzt bezüglich Frieden des Alkohols, wie ich mich dabei fühle, oder was sie gerade sagt? Meine Fähigkeiten, wenn ich getrunken habe. Und gegen sie haben wir nur eine Chance. Wenn wir über die Grenzen der Staaten, Völker, Sprachen und Weltanschauungen hinweg zusammenarbeiten. Was die verlabert. Nein, die du und ich verfügen, das ist gut. Ist der Schlüssel im Kampf gegen die Primae. Toll. Wir können. Das bedeutet, dass ich bald meine Reitfähigkeit kriege. Ich weiß nicht, welche persönlichen Ziele du verfolgst. Und du musst es mir auch nicht offenlegen. Doch ich glaube fest daran, dass du auserwählt wurdest, etwas Großes zu vollbringen. Ja, toll. Warum sonst sollte Heidelin zu dir sprechen und dir ihre Kraft verleihen? Deshalb bitte ich Nein, dich. Nein, auf ein Schokobo. Ich hab doch meinen Schokomoppel. Schließ dich uns an. Ich kann auf einem fetten Schokobo reiten. Für Eorzeas Zukunft. Ich habe die Reitfähigkeit noch nicht. Die kriege ich erst, wenn ich den ersten Prima hier töte. Ja, klar, das können sie plötzlich nicht mehr synchronisieren. Dafür war das, war die Gage zu gering, ne? Natürlich sollten dir deine Dienste auch vergolten werden. Wir haben einflussreiche Verbündete und ein Wort von uns genügt, um dir so manche Tür zu öffnen. Hast du zum Beispiel schon eine Gehilfen? Nein, das sind Leute, die dir beim Verwalten von Marktwaren helfen können. Minfilia, verzeih die Störung. Ich habe die Papiere hier schon vorbereitet. Vielen Dank, Tataru. Sehr umsichtig von dir. Keine Ursache. Als kleines Zeichen unserer Wertschätzung habe ich veranlasst, dass du die Berechtigung erhältst, Gehilfen anzuheuern. Die Einzelheiten erfährst du von den Zuständigen, aber sei versichert, dass dir ein Gehilfe das Leben sehr erleichtern wird. Du siehst, wir möchten dass du von Alltagsdingen möglichst wenig belagert wirst. Im Gegenzug würden wir uns freuen, wenn du ein außergewöhnliches Talent in den Dienst unserer Sache stellst. Eine Hand wäscht die andere. Wir können viel für dich tun. Und zusammen können wir noch mehr für Eorzea bewirken. Denk darüber nach, wenn du bereit bist, dich für eine gute Sache einzusetzen. Sag es mir. Und damit es keine Missverständnisse gibt, werde ich dir das Passwort verraten, mit dem wir uns im Bund verständigen. Es lautet Wildrose. Präg es dir gut ein. Ach komm, das ist eine Anspielung auf Final Fantasy 2. Wildrose. Warum musstet ihr ein Passwort nehmen aus einem meiner Hassteile? Ach komm. Ein Gehilfen einstellen. Gehilfen sind hilfreiche NPCs, die Spieler anheuern können, um Gegenstände und Gil aufzubewahren.
Gegenstände zum Verkauf auf dem Markt zu platzieren oder zu Unternehmungen aufzubrechen. Ein Arbeitsvertrag kann von Panel in Gridania, Fridewip in Limsa-Lominsa oder Chachabi in Ulda aufgesetzt werden. Es können nicht mehr als 2 Gehilfen angeheuert werden. Okay. Wie ich dir schon gesagt habe, versucht der Bund der Morgenröte das primäre Problem in den Griff zu bekommen, das Eosea bedrängt. Es ist keine einfache Aufgabe, aber jemand muss sie in den Angriff nehmen. Wenn du bereit bist, uns mit ganzer Kraft zu unterstützen, dann gib mir ein Zeichen, dass du dich als Teil unseres Bundes betrachtest. Wildrose. Sehr schön, das klingt schon ganz natürlich aus deinem Mund. Du willst uns also unterstützen, ja? Jo. Wie schön. Das hatte ich von ganzem Herzen gehofft. Ich auch. Schade, ich dachte, wir können das auch mit Enter machen. Nun lass mich dir die Mitglieder unseres Bundes näher vorstellen. Kommt dir der Name Shalayan bekannt vor? Nein. Das war eine der 6 großen Städte Eoseas, bevor sie zerstört wurde. Ihre Ruinen liegen im Nordwesten Aldenards. Die Stadt war ein Hort des Wissens über Magie und den Äther, wodurch sie sogar dem Kaiserreich die Stirn bieten konnte. Von dort stammt eine Gruppe gelehrter Männer und Frauen, die sich die Exegeten nannten. Als der Niedergang Eoseas sich abzuzeichnen begann, waren sie es, die vor der Katastrophe warnten und für die Zukunft Eoseas kämpften. Wir haben ihnen viel zu verdanken. Und diese Exegeten stehen nun hier bei uns. Darf ich vorstellen? Ida und Papa Limo. Sie erforschen die Vorkommnisse in Gridania. Hallo. Oh Gott, das ist irgendwie creepy. Hallo. Das macht Frisches auch ständig. Also steht Frisches einfach so in der Ecke rum und macht dann Hallo. Gruselig. Einfach gruselig und creepy. Freut mich. Ja. Du, im Chat funktioniert das nicht so einfach mit dem Hallo. Oh Mann. Ich natürlich auch. Aber bitte, weiter geht die Runde. Das ist Tankred. Tankred. Er ist für die Perle der Wüste zuständig. Hallo. Schöne Stimme. Diese liebreizende Dame heißt Yishtula. Okay, schlaf schön. Vielen lieben Dank, dass du da warst. Und ich denke mal, dass du gleich in den Lurk verschwindest. Und ja, träum was Süßes und bis morgen. Hallo. Die hat geile Augen. Warum habe ich die Augen nicht so hingekriegt? Und das ist Orianger. Er leitet unser Hauptquartier. Wenn du Probleme hast, kannst du dich vertrauensvoll an ihn wenden. Gute Nacht, mein kleiner Lurch. Mein Samtpfoten-Lurch. Schlaf schön. Nun kommt ganz gewiss die Dämmerung am Morgen. Ja, die Dämmerung am Morgen. Deine strahlende Präsenz wird ihr den Weg bereiten. Na, flirten kann er. Bei der Schlacht von Cartenau vor 5 Jahren haben wir unseren Anführer verloren. Danach gründeten wir zusammen mit Minfilia und anderen Gleichgesinnten den Bund der Morgenröte. Seitdem haben sich viele fähige Leute unserem Bund angeschlossen. Ich meine, ich fand's schöner. Und gemeinsam versuchen wir, Eoseas Zukunft zu gestalten. Wehe, das wird geklippt. Wehe, das wird jetzt geklippt. Ach ja, das ist übrigens Tataru, unsere gute Fee, die sich um die Verwaltung kümmert. Zu deinen Diensten. Oh Mann, die ist süß. Auf eine gute Zusammenarbeit. Jo. Also dann. Darf ich ihn primär töten? Es gibt viel zu tun. Primär töten. Darf ich?
Orion, ja. Bist du die Unterlagen von Baldesions Gelehrten durchgegangen? Ich will jemanden töten. Ja, sie waren sehr aufschlussreich. Ich hab schon wieder vergessen, mir eine gemütliche Hose hier runter. Ich muss hier unbedingt mal so eine Ecke für einen Klamotten einrichten. Die Legion der Unsterblichen hat uns gebeten, Nachforschungen anzustellen. Über? Tancred, bitte erklär, worum es geht. Sehr gerne. Vor einigen Tagen haben Unbekannte eine Karawane der Amagina Bergbau AG überfallen und ihre wertvollen Kristalle geraubt. Und da ist noch mehr. Zur selben Zeit sind einige Leute aus den Slums vor Ulda verschwunden. Auf den ersten Blick geht es also um einen Kristallraub und um Entführungen. Um solche Angelegenheiten würde sich die Legion der Unsterblichen eigentlich selbst kümmern. Doch hinter den Kulissen könnte ein Primae involviert sein. Ja, denn die Spuren an den Tatorten deuten nämlich auf die Amalja als Täter hin. Wir vermuten, dass sie die Verbrechen im Namen ihres Primaes Ifrit begangen haben. Ja, wir kriegen die Quest endlich. Kannst du der Sache nachgehen? Dadurch bekommst du auch einen besseren Entschuldigung. Danke. Ich war schon wieder zu schnell. Tancred kennt sich in Uldah bestens aus. Er wird dich mit Informationen versorgen. Das Schlimmste ist, jedes Mal, wenn ich jetzt so schnell klicke, bin ich gedanklich gar nicht im Stream oder gar nicht in der Aufnahme, sondern meistens für mich alleine. Für mich alleine klicke ich das meistens direkt so schnell durch. Mhm. Muss mich da unbedingt halt dich einfach an mich. Ifrit töten? Kein Problem. Wobei, ich liebe Ifrit. Ifrit ist neben Shiva eine meiner Lieblingsbeschwörungen in Final Fantasy. Deswegen wird es mir wahrscheinlich schwer fallen, je nachdem wie Ifrit aussieht. Wenn Ifrit kacke aussieht, dann wird es mir das sowas von leicht fallen. Wenn Ifrit aber gut aussieht, dann wird es toll. Oder wird's... Naja, was heißt toll, aber dann wird's... Traurig. Traurig toll. Bist du bereit zu großen Taten? Dann lass uns gleich loslegen. Was fängt man mit einer Menge Kristalle und ein paar Obdachlosen an? Mir würde da was einfallen, aber das sage ich jetzt lieber nicht. Ein Zusammenhang muss es geben und den finden wir schon heraus. Was den Kristallraub angeht, darum kümmern sich die Amagina Bergbau AG bereits. Sie haben die Sicherheitsvorkehrungen verstärkt, um weitere Zwischenfälle zu verhindern und arbeiten an der Aufklärung der Geschichte. Deswegen werden wir beide uns auf die Untersuchung der Entführung konzentrieren. Wir haben nicht viel Anhaltspunkte, aber auffällig ist, dass bei Camp Knochenbleich besonders viele Leute verschwunden sind. Dort sollst du mit den Nachforschungen anfangen. Isambert ist für das Camp zuständig und kann dir die Unterstützung genauer schildern. Okay. Desto schneller wir den Primae erledigt haben und die Quest hier voranbringen, desto schneller komme ich an mein Reittier. Also es wird dann auch wahrscheinlich immer noch eine ganze Weile dauern. Weil man angeblich dann auch noch irgendwelche Punkte braucht. Von denen ich allerdings nicht weiß, wie man an diese kommt. Angeblich durch Fates, aber durch Fates habe ich diese Punkte noch nie bekommen. Deswegen wird das dann auch nochmal interessant. So. Wo muss ich also ganz hin? Ja. Hier nicht. Wilde Rosen. Karte. Östliches Danalan. Ach du größte Kacke. Gut, das heißt erstmal zum zentralen Kanaan. Tanalan. Okay. Ja, ich weiß nicht, wo ich mit dieser Map hin soll. So. Das Schlimmste ist, das Diarium muss ich auch einmal aufmachen. Lanoska. Ist ja auch irgendwas in Tanalan? Westliches Tanalan.
Zahl der Spuren. Ah, also hier bei mir. Jetzt. Suchen wir die doch auch mal direkt. Huch. Die Musik ist so cool. Zahl der Spuren. Ja, das wird jetzt interessant, die hier zu finden. Weil ich die Monster der noch gar nicht gefunden habe. Vielleicht sind sie da hinten. Weil ich möchte nebenbei halt auch das Bestiarium so ein bisschen erweitern. Ich glaube, hier sind sie aber auch nicht. Weil das gibt uns dann nämlich auch nochmal jede Menge Erfahrung. Dadurch habe ich beim vorletzten Mal 2 Level gemacht. Okay, hier wird es nicht sein. Haarspuren. Westwind. Aber eigentlich auch nicht. Ich bin nicht sicher, ob die wirklich ein Teil der Spuren sind. Aber eigentlich, wenn es da steht, würde es ja eigentlich auch so sein. Oder einfach mal hier hinten. Nee. Okay. Ne, hier sind keine. Ich weiß echt nicht, wo die sein sollen. Ich meine, weggefarmt werden könnten sie eigentlich nicht. Na, wahrscheinlich sind sie auf der anderen Seite. Denke ich mir jetzt einfach mal. Mit Teil der Spuren kann ja auch hier noch ein bisschen weitergehen. Wenn sie da eher sein. So. Rennen wir hier mal hoch. Habe ich noch irgendwas? Ostwald. Südwald, Nordwald. Östliches Tanalan. Südliches Tanalan. Tiefer Wald. Okay. Südliches und östliches hätten wir dann noch. Zentrales eher weniger. Aber ist vielleicht gar nicht schlecht, dann haben wir. Warum wir da wenigstens nichts suchen. Wir können uns leider auch noch nicht dahin teleportieren. Weil wir da noch keine Kristalle freigeschaltet haben. Würde uns das nämlich auch schon mal einiges an Zeit ersparen. Das heißt, direkt da einmal hin. Also diese Gegend erinnert mich echt sehr an Final Fantasy XII. War ja auch sehr viel Wüste, fand ich. Wobei es ja später besser wurde. Ich weiß nur, wie ich bei Final Fantasy XII immer gedacht habe, okay. Oder gehofft habe. Oh, ja, kommt da auch nochmal so ein anderes Setting. So, vielleicht irgendwas mit Wald. Wäre vielleicht ganz nett. Okay, einmal gerade rüber. Weil wir auch vorher hier Polstopp-Bahnhof einen Stopp einlegen können, wegen dem Kristall. Hallo? Gut, die greifen mich nicht automatisch an. Da hinten ist der Kristall.
Kind, was hat man dir gesagt? Laufe nicht auf den Schienen. Ich weiß noch, bei uns war, da wo ich früher halt gewohnt habe, bei meinen Eltern, da gab es halt auch so stillgelegte Schienen. Und ich weiß noch, wie ich da immer dann versucht habe, doch zu balancieren. Und ich habe damals an diesen Schienen auch immer so diese Raupen gesammelt. Ich weiß nicht, ich hatte irgendwie als Kind, als 6, 7, 8 Jahre als Kind hatte ich ein Faible für Raupen. Frag mich nicht, warum. Ich habe keinen blassen Schimmer, warum ich Raupen gesammelt habe. Ich habe denen dann nämlich immer so ein kleines Gehege quasi gemacht, mit Blättern und allem. Die haben auch relativ lange überlebt, zum Leidwesen meiner Mutter, als sie dann herausgefunden hat, dass ich Raupen gesammelt habe. Ich habe so Ärger gekriegt. Aber ich wollte den Raupen halt ein sicheres Zuhause bieten. Weiß nicht, ob das bei mir so sicher war, aber... Warte, wenn ich da lang gehe... Ne, wir müssen da lang, glaube ich. Kann ich mir hier vielleicht einen Schokobo mieten? Ne, es gibt nur Linien-Schokobo. Ne, Linien-Schokobo will ich nicht. Selber reiten oder gar nicht. Nee, hier gibt es Riesenameisen. Aber ich habe echt so die unterschiedlichsten Raupen gesammelt. Ich hatte allerdings auch immer die Hoffnung, dass die zu Schmetterlingen werden. Das ist leider nie passiert. Leider nicht. Genauso wie ich früher gehofft habe, dass ich den Geldbaum gefunden habe als Kind. Sinn null. Räume gehabt, jede Menge. Den Geldbaum. Also ich glaube, ich habe manche Scherze früher einfach zu ernst genommen. Oder halt wirklich die Hoffnung gehabt, dass das wirklich echt ist. So. Da sind diese Riesenkröten. Sieht irgendwie creepy aus. Die Giftkröten. Nein, kein Feldbereich. Nein, lass mich mit deinem blöden Feld hier in Ruhe. Ich hab da gerade Stufe 14. Ach Gottchen. Ja, wenn dann, also wenn ich Fades mache, dann wirklich welche, die auch so halb dem Level noch entsprechen. Und nicht welche, wo ich schon gefühlte 11, 12 Level drüber bin. So, östlich ist Danalan. Ach da, okay. Direkt drauf zuhalten quasi. Hier sind aber noch keine Bestiariumsmonster bisher. Die sitzen wahrscheinlich irgendwo da hinten. Mega aus. Alter. Das Spiel ist echt schön. Also man kann es nicht anders sagen, das Spiel ist echt schön. Man kann sich auch echt nicht beklagen. Dafür gebe ich auch gerne meinen Monatsbeitrag. Apropos, ich muss mal gucken, wann er wieder fertig wird. Ich wollte eigentlich nur einen Monat machen. Aber ich glaube... Ich glaube, das spiele ich zurzeit lieber als WoW. Muss so Abenteuer sein, die mit Philia gemeint hat. Yep, man hat uns gewarnt, dass wir uns vor den Vulture in Acht nehmen sollten. Dass er heilen kann, sagt mir Bescheid. Ich bin ja schließlich für das Camp verantwortlich. Ja. Ach, wir müssen noch mal gucken. Wir haben neue Sachen bekommen. Nicht da. Hier. Wir haben neue Sachen bekommen. Ja, ich kann den einen Boden jetzt. Der sieht geil aus. Ich habe übrigens auch ein Faible für Federn. Da ist jetzt
Nichts. Kann ich sowieso nicht tragen. Das habe ich zugesteckt bekommen, leider. Die Outfits gehen fand man so gar nicht. Okay. Naja, wenigstens konnten wir den neuen Bogen tragen. So. Da du schon deine Hilfe anbietest, wollen wir keine Zeit verlieren. Minfelia vermutet, dass Amalja hinter der Entführungsfällen dieser Gegend Das würde mich nicht wundern, denn Ärger machen sie uns hier genug. Knochenbleich wird zwar von der Legion der Unsterblichen patrouilliert, aber die können auch nicht jeden Stein umdrehen. Bedauerliche Zwischenfälle sind daher an der Tagesordnung. Erst gestern wohnen südöstlich von hier einige Pilger, die zur St. Adama-Lendama-Kirche wollten, von einer Horde Amalja überfallen und getötet. Ich sehe die armen Seelen ungern als Hyänenfutter enden und würde ihnen stattdessen lieber ein ordentliches Begräbnis zukommen lassen. Aber die hinterhältigen Amalja lauern vielleicht doch immer irgendwo in der Nähe. Ich könnte mich natürlich an die Legion wenden. Doch auch du scheinst mir durchaus befähigt, ein paar dieser Echsen zu häuten. Mir wäre es sehr geholfen, wenn du die Leichname bergen und zu mir bringen könntest. Vielleicht findest du ja sogar etwas über die Machenschaften der Amalja in dieser Gegend raus. Aber auch nur vielleicht. Bin mir da nicht ganz so sicher. Aber hier nehmen wir mal die Freibriefe an. Das sieht jetzt aber nicht vor. So, Freibrief können wir durchaus hier mal wieder annehmen. Aber länger nicht mehr gemacht. Also wird das auch mal wieder Zeit. Tatsächlich hier sogar. Echt? Freibrief. Beginnen. Heimatpunkt. Von wer hat das Freibrief denn momentan registriert? Okay. Okay, warte. Ich muss nach oben, oder? Warte. Die. Wen? What? Ich, die mal wieder zu blind ist. What? Ich weiß noch nicht mal, wo das ist. Ist das jetzt schlimm? Da oben, oder? Doch, muss nach oben. Da! Wäre ich mal weiter geradeaus gegangen. Da. Ich weiß nicht, warum der nicht mitkommt, aber okay. Dachte, man sollte den jetzt irgendwo hingeleiten. Na gut. Und wir sehen uns die Mode herbei. Ah! Okay, danke! Vielen lieben Dank! Ach du grüne Neune. Ja, das wäre was geworden. Warte. Ah, hi. Ich bin nur neun im Spiel.
Es liegen einige Jahre dazwischen, seit ich das letzte Mal gespielt habe. Und so weit wie jetzt war ich noch nie. Deswegen... Ah. Und das dann jetzt die ganze Zeit, oder wie? Ja, ja. Oh Gott, das kann eine Ewigkeit dauern. Vielen lieben Dank auf jeden Fall.